Ach Freunde, das ist ja ein Zufall, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Mein Name ist Hübi und wir werden heute dieses Video aus der Sicht eines Menschen angehen, der mich nicht kennt. Denn wie es vermutlich den Titel und Thumbnail entnommen hat, werden wir heute mich selber googeln. Ich werde mal so tun, als ob ich keine Ahnung hätte, wer ich bin und mich einfach mal auf Google darüber informieren, wer denn dieser ominöse Hübi ist. Manche nennen ihn ja auch Hubi, manche nennen ihn Heuboden, manche nennen ihn Deckenlampen-LP. Warum heißt der Deckenlampen-LP? Das weiß niemand so genau und genau das wollen wir heute rausfinden. Also falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wer ich bin, dieses Video ist euer Ratgeber, um euch ein perfektes Bild von mir zu machen. Ich habe bloß echt keine Ahnung, was im Internet kursiert. Klar, einige Dinge kennt man, aber manchmal stößt man dabei auch echt auf Sachen, auf die man sonst nicht stoßen würde. Ich würde sagen, gar nicht weiter schnacken, Kanal abonnieren und los geht's. Oh mein Gott, ey, ich bin wieder so krass im Trash-Talk-Modus. Holy shit. So, wir sind mitten in Google. Und jetzt tun wir so, als ob wir jemand wären, der gerade frisch von Hübi erfahren hat und denkt sich, Hübi. Ah, den schreibt man doch mit Sicherheit so. Der normale Mensch würde mich erstmal mit Ü suchen. Zack, wir tippen das ein. Okay, YouTube erkennt mich also auch schon... YouTube wahrscheinlich, oder? Google erkennt mich also auch schon mit Ü. Das ist sehr interessant, dass man quasi mit Ü auch schon mich findet. Hier an der Seite haben wir schon so ein fettes Panel. Hübi, bürgerlich Tobias Hübenthal, ist ein deutschsprachiger Nintendo-YouTuber. Er lädt auf seinem Kanal hauptsächlich Gaming-Videos hoch, aber auch mal Real-Life-Real-Talk-Videos. Von dem muss ich mal wieder ein, zwei mehr machen. Aber die Channel-News sind ja schon sehr, sehr persönlich. Sehr schön, man sieht hier schon Bilder von mir. Man sieht, dass ich sogar bei Spotify und YouTube bin. Der Komm auf die Insel-Song ist da, der Spezi-Track ist da, sogar mein 2020-Track ist da. Warum da jetzt Repeat nicht aufgelistet? Doch, Repeat ist auch hier. Okay, tatsächlich, alle meine Songs sind hier aufgelistet, die auf den Streaming-Plattformen sind. Das ist schon mal... sehr, sehr, sehr cool. Alles klar. Jetzt ist aber schon das erste da, ne? Hübi ist auch ein Musiker. Joachim Hübi Hübner war ein deutscher Musiker und er lebte von 45, also er wurde zum Kriegsende geboren, bis 2014 sogar. Hübi war vor seinem Charterfolg unter anderem in den Berliner Bands The Twangy Gang, The Q Wednesday und Murphy aktiv. Bruder. Bester Bandname. 1981 coverte er den Song Stop the Cavalry von Jonah Lewis oder Louis. Unter dem deutschen Titel das Lied von der Bundeswehr, Schwarz, Rot, Blond und Schnuckelig, und stieg nach einem Hitparadenauftritt im Juni 81 damit in die deutschen Singlecharts auf Rang 61 ein. Wow. Ich habe es immerhin auf Platz 61 der Charts geschafft. Das ist vermutlich erfolgreicher als alle meine Tracks, aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringt, Freunde. Sachchen, Herr Spieß, ich heiße Hübi und bringe meine Rockband. Gestern kriegte ich ihren blauen Brief mit der Order zu diesem Ding. Okay, gehen wir von Joachim Hübner wieder weg. Der geneigte Mensch, der nach Hübi sucht, wird dann erkennen, das ist nicht der Hübi, den ich meine. Natürlich ist das Erste, was hier vorgeschlagen wird, mein absoluter Chartbreaker Nummer 1, Freunde. Also wirklich der Hit, der die Welt verändert hat. Okay, get ready, guys. I am Dr. Hübi, I can cool tricks. Würde ich jetzt nach Hübi googeln, um ihn in meine Firma einzustellen? Und das ist das Erste, was mir vorgeschlagen wird? Schwierig. Das Gute ist, die nächsten Songs, die vorgeschlagen werden, sind direkt der 2020 und der Repeat-Song, was natürlich beides absolute Banger sind. Nein, Banger würde ich jetzt nicht nennen, aber die natürlich die guten Werte vermitteln, wo man dann gerne damit in der Öffentlichkeit steht. Aber dann wird es halt auch schon interessanter, ne? Dann kommt erstmal nach dem Hübi-Wikipedia-Eintrag von dem Musiker, kommt dann erstmal Hübi hier, YouTube-Wiki, und dann denkt man sich so, ah, okay, vielleicht muss ich gar nicht nach Hübi mit Ü suchen, weil es gibt noch den alles, es gibt noch Hübi beim TSG Hoffenheim. Benny Hübner, der ist, glaube ich, ein Fußballer wahrscheinlich. Sieht auch einigermaßen erotisch aus, muss ich zugeben. Jetzt nicht so gut wie ich, aber wir akzeptieren das. Und es gibt auch noch Hübi Tuning. Tuning fürs Zweirad. Also ich bin wohl jemand, der Motorräder? Nee, Fahrräder tuned. Das sieht mir sehr nach Motor... Ich habe keine Ahnung davon. So, dann passen wir mal den Suchbegriff an, weil das der Hübi mit UE scheint ja der zu sein, der interessant für uns ist. Und da werden auch die Suchvorschläge schon ein bisschen besser. Das ist direkt mein Twitter, mein YouTube-Wiki-Beitrag und auch mein YouTube-Kanal oben. Ah,
Dann kommt, glaube ich, schon mein Beitrag in der Zeitung. Oh, das ist natürlich, das ist gute Promotion, ne? Aber leider braucht man Augsburger Allgemeine Plus, um hier weiterzulesen. Bisschen schwierig, aber dann kommt auch direkt schon hier der Augsburg-TV-Beitrag. Das ist natürlich Bombe. Also wenn das natürlich weit oben ist, freshe Sache, das ist natürlich gute Werbung für mich, muss ich zugeben. Gefällt mir, dann kommt mein Instagram, dann kommt wieder Hübi Tuning und dann kommt sogar eine Facebook-Page. Wow, 213 Leute haben mein Facebook-Ding geliked, postet da glaube ich nichts. So, dann, oh, meine Hübi-Hüte. Oh boy, die waren damals der Renner. Damals war ich krasser Fischerhut-Fan. Finde ich immer noch crazy, dass ich ein Produkt auf Amazon habe. Kurzer Funfact dazu. Um allgemein ein Produkt auf Amazon zu bekommen, musst du ein ziemlich großer Amazon-Händler sein. Und ich habe das Glück, dass ein guter Freund von mir tatsächlich ziemlich dick im Amazon-Business drinsteckt. Und der hat gemeint, yo, Hübi, ich produziere dir mal eine Marge Hüte und die ballern wir dann auf Amazon. Das Ding ist, ich war natürlich damals super klein und die haben sich natürlich nicht ansatzweise gut verkauft. Also ich habe keine Ahnung, wie viel davon insgesamt verkauft wurden. Auf jeden Fall für denjenigen, der mit Amazon, für meinen Kumpel, der im Amazon-Business drinsteckt, hat er gesagt, das hat sich null gerechnet. Also er hat viel mehr dafür gezahlt, dass die Produkte bei Amazon gelagert werden, als dass er ansatzweise aus dem Verkauf dieser Hüte rausbekommen hat. Deswegen an der Stelle, Marius, es tut mir leid. Damals war meine Reichweite noch nicht so hoch, aber falls ihr euch noch einen XL-Hut holen wollt, Freunde, gönnt euch. So, dann machen wir aber mal weiter. Wir gehen auf die verfluchte zweite Seite, wo sonst niemand hingeht. Aha, hier kommen jetzt auch stehen die ganzen Weird Hübis. Warte mal, was ist das? Haus Anubis Intro auf HullCityTigers.com. Was ist HullCityTigers.com und warum ist da mein Haus Anubis Intro? Okay, die Seite lädt nicht. Hull City Tigers ist allgemeine Seite, die nicht zu existieren scheint. Sehr interessant. Oh, was haben wir denn hier? Hübi Freundin. Was finden wir hier? Holy shit. Das ist im Reddit gelandet. Oh mein Gott. Das ist äußerst verstörend. Hier noch Hübi Alter. Auch gut. 69. LOL! Was? Hatten wir das schon mal im Reddit? Der Musiker Hübi ist 69 Jahre alt geworden. Bruder, muss man dazu noch mehr sagen? Muss man dazu noch mehr sagen? Ich glaube nicht. What the hell? Ey, das ist... Holy shit. Oh boy, was wird denn jetzt hier vorgeschlagen? Ein Tweet von mir? Da hat Random Kai auf der Nintendo-Bühne einen Yo-Kai-Dance aufgeführt. Und es war so, dass derjenige mit dem meisten Applaus gewinnt. Bruder, stabile Cockcam. Oh, what? Vor 2 Monaten, nicht mal 2 Monaten, ne? Wurde ein neues Quiz auf Teste dich gemacht? Leute, die sind alle von 2021. Es gibt 1, 2... Yo, es gibt mindestens 6 neue Quizzes auf Teste dich. Oh mein Gott, was zur Hölle. Wenn man nach Hübi Shop sucht, kommt man sogar auf Yui Clothing. Sehr interessant. Und hier ist sogar noch mein Video, wo ich damals meinen eigenen... Ach du Bruder, wie ich aussehe. Bruder, wie ich aussehe. Es ist eine Revolution, auf die die Menschheit seit Jahrhunderten wartet. Eine Revolution, welche die Menschheit in ihrem Kern erschüttern wird. Es ist der Release des Hübi-Shops. Freunde! Okay, jetzt wird's peinlich. Freunde, danke fürs dabei sein. Das war Hübi googelt sich selber. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Das Video ist mal wieder aus der Laune heraus entstanden. Gottverdammt, ich weiß nicht, was ich heute aufnehmen soll. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal bei Hübi macht irgendwas im Internet, wenn er gerade kein Gaming-Video parat hat. Tschüss! Oh mein Gott, das sind so Videos, wo ich mir denke, wer guckt sich das an?